Was? Nicht im Meer? Einen Moment lang sah das echt übel aus. Alter. Dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Nein, Stins macht sowas nicht. Bist du dir da so sicher? Er ist aus Haywood, so wie wir. Hast Anzüge, genauso wie du. Was hast du eigentlich für eine Frisur, Bruder? Er hat getan, was sein musste. Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Nee, war alles meine Schuld. Warte, was? Die Bullen waren nicht zufällig da. Meine Tag muss den Alarm ausgelöst haben. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Wie? Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Ha, Mann. Frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Hab gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen. Und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Cabron, kannst lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Essen? Du musst das Chili meiner Mama probieren. Bestes der Stadt. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Okay. Und jetzt komm. Ich bin am Verhungern. Dann mal los. Ich sterbe vor Hunger. Sind wir jetzt Freunde oder wie dort? In der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil die Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Das war also jetzt die Vorgeschichte, ne? Wir haben uns mit Jackie Wells angefreundet, seiner Mutter. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Und jetzt sind wir wieder in diesem Parkhaus. Himmels bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Militech? Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? Zivak. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Ach ja? Weil sie's besser kann? No, war nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Klar, kann ich. Tutorial, Leute! Tutorial. Tutorial. Schauen wir mal. Ja, jetzt werden wir ein bisschen lernen, wie das Spiel funktioniert.
Hier mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... nichts drauf. Außer natürlich hirntote Krummtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. Ich find's cool, dass sie einen mal anschauen, ne? Das ist schon stark. So, Kampfgrundlagen, Leute. Es gibt 4 Tutorials, oh Gott. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Ja. Schieße mit links, liegt Ziele mit rechts, ich lade mit R nach, steck deine Waffe irgendwie zweimal schnell Alt drückst. Ah, ich bewege mich gerade, merke ich. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Mit Controller war das echt schwer, ich sag's wie es ist. Man kann schnell zielen. Passt schon. Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Jo. Steh nicht rum, geh in Deckung. What? Da geht's ja nicht in der Wirkung zu tun, um in Deckung zu gehen. Mit dem Reanimator heilst du dich. Inhalator. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Jungs dabei. Du weißt, was zu tun ist. Auf Schum ist eine Beleidigung, oder? Oh nee, das wollte ich gar nicht. Okay, man muss gedrückt halten für mehr Damage. Oh, die Waffe verzögert ja schon nach oben, ne? Niemals treffen. Jo, bin ich schlecht in diesem Spiel. Für kleine Kinder, Alter. In den Arsch. Super Arbeit, Lee. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Das war eigentlich ziemlich schlecht. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Ja, Hacking, Leute, Hacking. Hacking. Wie man Hackfleisch zubereitet. Top gedrückt, um den Scanner zu aktivieren.
In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen einsetzen. Wow, Konzernsprache lässt sogar Hacken langweilig klingen. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Vor Substanz. Das habe ich vor dem, beim ersten Gut. Mal überhaupt nicht geschnallt, ne? Ihn leise aus. Oh, leise ausschalten ist genau meins. Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Ich glaube, ich gehe auf nicht töten in dem Run. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Kannst du so dann wusste ich, habe ich nur noch zumindest halt noch ja. Assassin's Creed Style. Wegwerfen. Jo! Einfach reingeschmissen. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß! Oh. Ziel auf einen der Wachen. Breach-Protokoll. Du hast genügend verfügbare Speicher, um den Quick-Hack-Granatensendung zu nutzen. Das Breach-Protokoll kann im gesamten Netzwerk einen Effekt aus dem Benutzer-Sicherheit und Speicherkosten für alle Quicks zu senken. Okay. Zum Hochladen des Eisbrechers Dämons muss ich das Code drehen und dem zeigen, dass der Kummer auf die von den Götten sind im Puffer sichtbar. Welle 55. Ah, 55, 55, BD, 55. Jetzt, zünde die Granate. Lol. Das ist witzig. Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Ich glaube, ich würde es noch machen fürs Video. Stealth. Zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Ah, das scannt einfach nur die Leute. Damit ich sehe, wer wo ist, oder? Ah, mittlere Maustaste, jetzt halt. Ah, okay. Achte gut da auf ihre Verhaltensmuster und nutze dieses Wissen, um dich an ihnen vorbeizuschleichen. Geblocken, es gibt Angriffe, ausweichen. Bist du sicher, dass dein fühlt sich sein Alarm zergerissen, wenn der Ehe dich bemerkt? Entdeckung, schnell! Huch, das war knapp. Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Hier geht's um Tarnung, wie? Schon mal einen Ninja-BD erlebt? Genau so. Nova,
Weiter zum nächsten Bereich. Halte die Augen offen, noch Sicherheitssystem wie Geschützturm und die Augen, die Arme müssen gehen, deine Position bewahren. Jetzt nochmal dasselbe. Ohne von der Kamera entdeckt zu werden. So hast es fast. Passt. Gleich nochmal von vorn. Scheiße. Oh. Zurück zum Training, Rekrut. Geräusche können sie jedoch nicht registrieren. Okay, gut. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform. So kommst du raus. Okay. Zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir dort. Jawohl, kämpfen. Da sehe ich mich. Stealth ist ganz cool. Ist halt relativ basic. Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Ich glaube nicht, dass ich ihn ausschalten kann, oder? Das sieht ziemlich gefährlich aus. Oh shit. Gegner mit bedeutend höherem Level sind mit dem Symbol Totenkopf können sie leicht aus deinem Griff befreien. Lass sie nur äußerst schwer neutralisieren, darum solltest du vorsichtig sein. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Drücke, um einen schnellen Angriff auszuführen. Meine Combo schnell angewiesen, während der Folge schnell irgendwie, also ein Spam. Ja. Halte gedrückt, um einen schweren Nahkampfangriff aufzuladen und lasse los, um ihn auszuführen. Oh ja, ins Gesicht, Junge. Vorlaufendes Angriff kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe brauchen unsere Schwichter, aber auch den wieder auf den gelben Ausdauer. Okay. Dagegen ist ein Abwehr, dann greife ich ihn an, um zu sehen, wie dein Angriff ihn beeinträchtigen. Ich glaube, dass der schwere Nahkampfangriff ihn wahrscheinlich down bringt. Achso, ich soll ihn mit schnellen Angriffen schlagen. Schnelle Angriffe fügen einem Blocken keinen Schaden, sind nur schwere Angriffe in seinen Abwehr zu brechen. Okay. Blocke 3 gegen Angriffe. Blocken mit Rechtsklick. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Okay. Ausdauerkosten des Blocken. Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn dann ja, also Ausdauer brauche ich quasi immer im Kampf. Okay. Blocke 2 schwere Angriffe. Ja, das kann ich natürlich auch brechen, wa? Andere 2 Gegenstände angefasst. Drücke bei einem eingehenden Angriff, um kurz vor dem Dreifel der Angriffaktion automatisch einen Gegenangriff zu. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Hä? Ah, Junge. Ah, okay. Drücke, um auszuweichen. Trottel. Ich liebe irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus. Ich will, dass seine Faust nur Luft. Ja, ausweichen ist ziemlich easy. Neutralisiere den Gegner. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte Prüfung. Ja, okay, das war einfach. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Jo, Schwert. Geil.
Oh, yes. Die Nahkampftechnik, die du gelernt hast, kann auch mit Nahkampf wie Katanas eingesetzt werden. Okay. Schlitz, Alter! Komplett weggeschlitzt. Zeig mir, was du gelernt hast. Du bist mal in der Reihe am Waffen und deinem Cyberdeck ausgestellt. Du triffst nur noch eine Reihe von Dingen, die du aus dem Training kennst. Leute, sie auf beliebige Art. Ijo! Hier, warte mal kurz. Ich baller lieber. Dich mache ich im Schwertkampf fertig. Du Sohn! Komm her! Super! Du machst das echt ziemlich gut. Stell dich auf die Plattform. Hier durch die Tür, um die Simulation zu verlassen. Oh, danke. Nice, nice. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Sehen wir es durch. Let's go. Ab jetzt ist das Spiel wieder blind für mich, tatsächlich. Zum Aufzug. Hier lang. Aliens kidnap my wife and kids. Help me celebrate. Bewegung, Manon. Yo, chiller wegen. Ich habe ja meine Waffe, ne? Ansonsten Nahkampf. Was ist das denn? Ich glaube, ich habe den Chip noch in der Hand, aber das sollte wahrscheinlich nicht so sein. Na komm, Jackie. Let's go. Handschellen. Sehr interessant. Parfüm. Dass ich den Chip noch in der Hand habe, ist ein bisschen disgusting gerade. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Sind wir Söldner? Hier. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team, schau mal. Beruhigt euch, alle beide. Wir sind fast da. Ja, Park. Konzentrier dich. Oh, der hat seine Knarre ausgezogen. Schallplatte. Was sind das für Gegenstände hier? Ah, wir haben einen Inhalator. Apartment 1237. 1237. Hier müsste drin sein. Aber ich sehe ihren Biomann nicht. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Wir nehmen mal alles mit, was wir finden. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Ich will erstmal ein bisschen aufsammeln, okay? Wir haben ja noch Zeit. Die ist ja noch nicht tot. Maybe.
Ach schon, wie? Ah, jetzt hört. Oh mein Gott, das ist aber auch gar nicht so einfach irgendwie. Ab jetzt leise. Feindlicher Bereich. Ah. Jo, chill. Gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie als. Ja, jetzt schimmer dein Leben, Bruder. Achtung, Pendejos vor uns. Leise. Jetzt schön vorsichtig. Ich drück immer die falsche Taste. Junge, die X-Taste, ich bin so ein Fettfinger. Machen wir jetzt auf Y, Alter. Ist ja richtig disgusting. Scheiße, das war nicht gut. Ich hab's gewaltfrei versucht. Der Laden muss sauber sein. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss da rausbringen. Also mal gucken, was du willst. Yeah.
Nein, nicht du. Hey, was will ich denn mit ihm hier? Oh ja! Wieso dem Wichser? Oh shit! Chill mal, chill mal, chill mal. Was? Oh Gott. Alter. Die Schwatze. I like. Digga. Moment, ich lag nach. Hilfe der Puta. Digga. Gibt so viel zum Looten. Schmerzeditor und die Sterblichkeitsrate. Einwirkung. Das Implantat weiter mega. Schmerzeditor ist Cyberware. Die Schmerzen reduziert und sogar völlig eliminiert. In gewissen Kreisen von Night City erfreut es sich seit Jahren. Ungehemmter Beliebter, vor allem bei Söldnern. An diesem Testgruppe führt Z-Attack Tests mit folgenden Resultaten durch. Der Schmerzeditor ist neuraler Koprozessor, der die Signale der Nozizeptoren an den Parietellappen des Gehirns unterdrückt und benutzt diese Schmerzreihe, bla bla bla. Das Nutzer im Alter des Gehirns nicht merken, wie schwer sie wohnen, sodass sie weiter mal auf sie dringend medizinisch versorgen. Schließlich die Theorie, die es für den 5 Minuten besucht ist. Benutzer weiter kämpfen, wo die rationale Entscheidung mit Wurzeln gegen einen Rückzug wäre. Seit 2020 gestellt wurde die Schweizer Theorie bei über 60%. In diesem Bericht befasst mich der Frage, wie man Zero-Tech und Personen einfach nicht durch. Ja. Schmerzen gibt es ja auch nicht einfach nur so. Also, ich meine, das hat schon einen Zweck, dass der Mensch sich sowas wie Schmerzbewusstsein angeeignet hat. Aber hey, ne? Schwierig. Hauptsache Schmerzen vermeiden, was voll wichtig ist und so. Digga, unser Inventar ist wahrscheinlich so vollgemüllt jetzt. Ich werde gleich nochmal reinchecken, was wir alles gefunden haben. Wir haben ja jetzt richtig viel am Stissel, ne? Alter Schwede. Kann man nicht hier so automatisches Looten machen? Also man hätte hier, glaube ich, auch in Stealth durchgehen können wahrscheinlich, aber irgendwie ist die Situation ein bisschen eskaliert. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, also
Ich meine, die haben angefangen, nicht wir. Würde ich jetzt mal so ganz frech behaupten. Oh! Geil, eine MG. So eine Gatling Gun einfach. Okay, ja. Inventar. Alter. Wir haben ja jetzt so viel Stuff, ne? Oh. Also das Rig, Mindestlevel 2. Okay. Waffen. Primärwaffe, was ist das? Handfeuerwaffe. Da hat aber meine irgendwie mehr TPS. Oder Schuss per Second, ja. Shot per Second und SPS. Haben wir noch eine Copperhead? Okay. Und das ist eine richtig geile Schnulzengang. Dann haben wir hier noch Doppelläufige. Wir hätten aber auch noch ein MB. Ne, was ist das? Powersturmgewehr. Also die Doppelläufige gefällt mir, du. Da bin ich aber into. Gut, gut, haben wir noch irgendwie Modelets Biogranate. Prozent. Ah. Okay, Max Stock können wir Cybertech. Mods. Koptik Neustart. Okay. Cyberware. Aha. Oh Junge. Kann man das ordnen? Okay. REQ, was heißt das? Dass man ein Level braucht. Mindestlevel 2. Also required, genau. Sprengstoffanalyse. Ich glaube, dass sie den exakten Explosionsreichweiten zu sehen. Cool, Cyberware Mod. Gewöhnliche Item-Komponenten. Haben wir noch ein klassisches Backup aus der Liga. Karten. Kartenspiel. Handschellen. Hat zahlreiche Verwendungszwecke, vor allem beim Sex. Ah ja. Goldkette. Okay. Vatnia, je cool, still. Das ist zum Saufen. Stumpfes Skalpell. Zigarettenschachtel. Cyberdeck Splitter. Okay, also blau ist ausgerüstet. Ah, das sind Geldgegenstände, die man verkaufen kann. Okay. Verbrauchsgüter, Granaten. Waffen. Handfeuerwaffen. Die ist schlechter als meine. Interessant. Thermalschaden, Kopfschuss, Schadensmultiplikator. Freier zielführender Slot, freier Mündungsslot. Verkaufswerte, Leute. Okay. Ja gut, das ist interessant. Das Cap ist ja mal mega wack. Steuerung ist noch echt ungewohnt. Holy shit. Schon eine geile Waffe.
Hä, aber kann ich dieses Power-Ding nicht einfach mitnehmen? Oder? Fischfleisch. Komm, vergessen nicht, du bist so gut wie tot von Victor an Blaze. Du bist tot. Wenn ich ihn noch einmal ändere, dann ist sie tot im Schnur, also fest Staub da gibt. Das ist keine leere Süße, nur ihr Wichser. Hab gutes Zeug hier, Hand von Z-Attack. Wir sind wir haben schon einen Jailbreak bestellt. Militärfest, Militech feststellbar aus Visierung, wo der Penner sein hat. Asaka Kommunen, Regulator, keine Biosignal und ein paar andere. Warte. Und Netz. Gott. Ach du Scheiße, Digga. Viel zu. Neues Item erhalten, ja. Verstehe ich jetzt nicht, warum ich die nicht in meinem Inventar habe. Also diese Knarre wird irgendwie nicht angezeigt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Naja. Werte. Scheiße. Scheiße, wie? Glaub mir, ich habe echt keinen schwachen Magen. Aber das. Scheiße. Verdammt, sowas kann ich nicht haben. Schlachter Scheiße. Was sie mit den Leuten machen. Scheiß Gav-Psychos. Das war's mit solchen Jobs. Te lo juro por mi madre. Diese Waffe ist irgendwie buggy. Da! Da, man kann sie nicht tragen. Sie schmeißt sich immer wieder selber runter. Das finde ich jetzt echt schade. Ach, CD Projekt, warum? Ich glaube, ich habe sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Hä? Wo zum Feck ist jetzt bitte die Nacktheit-Zensieren-Funktion an? Ich verstehe es nicht. Ich dachte, die wäre an. Oder ist das schon die zensierte Version? Das kannst du mir nicht erzählen. Oh mein Gott. Das gibt's nur im Hauptmenü. So, jetzt aber. Ich hoffe, es hat jetzt geklappt. Ja, Tommy, das war schon nicht schlecht, aber... Oh, ist die Waffe jetzt bei mir? Das wäre auch gut. Digga, das ist doch nicht dein scheiß Ernst jetzt.
Mein Gott, das ist aber auch echt annoying as shit. Jetzt ist die Frage. Ich nehme die Waffe. Er schmeißt die automatisch wieder hin. Das ist so lächerlich. Ah, jetzt ist, hat sie die Kleidung an. Wow. Ich glaube, ich habe sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Sie liegt in einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, ohne Witz, laber nicht so viel. Schließe an. Aber du hast den Typen voll weggeklatscht. Also. Sandra Dorsett, NC570442, Traumateam Platin. Platin? Scheiße, die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomon. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, Tibak. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Hack und Beile. Hm, also Scorpio-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropon. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomon stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomon. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, wie? Dein Ding durch. Oh, fuck! Stillstand! Wie? Sag mir, was da los ist! Jackie, er, Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Ich glaub... Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen! Zurück, jetzt! PT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Tribunal für Schaden. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. Und 800 Fibrin. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klink mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich nehme die Waffe mit, ihr könnt mich mal. Ein Date mit Misty und... Oh, Misty. Komm schon. Ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran.
Kauf dir deinen eigenen. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ah, danke. Ich bin hundemüde. Ja, das Spiel. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Natürlich ist sie das. So war's doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Ich bin Level 2 geworden. Ach so, nee, ich bin Street Creed Level 2. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt gleich aufs Maul kriegen werden, und zwar so richtig. Bett. Ich hab gerade irgendwas aufgehoben. Gepanzerte Psyche-Bomberjacke aus Zintgewebe. Cool, ne? Die Waffe dabei, oder? Digga, das kann doch nicht sein, Mann. Ohne Witz. Da passt nicht in meinem Rucksack. Liegt die Waffe? Also, hab nur ich den Bug mit der Waffe oder hat den jeder? Das finde ich ein bisschen lame. See Project, Mann. Belastend. Naja, gut. Statt wie jeder andere. Rückgrößer. Nein, Mann. Nicht wie jeder andere. Andy Wayland. Adam Smasher. Hier kommen Legenden. Kenn ich alle nicht, lol. El Guapo. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt ja. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Mann hinter uns verfolgt uns. Aber das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Waffe ziehen, alt. Waffe wegstellen, widersetzen, zweimal schnell alt drücken. Als Waffe kannst du dich aus dem Fenster legen und deine gesamte Waffe raus. Oh Gott. Alt. Alter, ich kann gar nicht zielen. Kann ich! Halt ihn ruhiger! Junge! Oh ja! Oh! Mit der Schrotze, Alter! Dein Baby
diese Akte kratzt. Alter, du bist so schlecht in so Autoshooter. Okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Digga, was ist denn mit denen gewesen, Mann? Scheiße. Kabuki? Watchlist bis auf weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Könnte auch keine Musik sein, lol, ja echt so. Bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Lasst sie durch! Aber sie sind die letzten. Alter! Ich musste gar nichts machen. Ich hatte das Gefühl, er schafft es. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich. Ja, hat er nicht mal gelogen. Das ist ja das Geile. Er war einfach ehrlich und charmant. Ja? So muss man es machen. Easy. So was. Du kannst ja richtig nett sein. Dann bin ich nicht nett. Immer? Ich bin immer nie. Ich bin immer nie nicht nett. Nice. Alter, die zwei, ey. Geile Freundschaft. Eis überspringen könnten wir jetzt machen, aber ich gönn. Ich gönn. Wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Die lassen mich. Bist du dir da sicher? Ah, ich spiel wieder den netten Jack. Three Mouse One Desire. Aha. Danke. Grüß Misty von mir. Wer dich. Hi, luego. Fährt er mit meinem Wagen weg. Level up. Geil. Na, endlich. So. Character. Wir haben einen verfügbaren Attributspunkt. Das ist halt nicht viel. Werde ich, glaube ich, auf Coolness sitzen? Oder auf Konstitution? Ich schläger mich schon ganz gerne, muss ich sagen. Ah, woher Reflexe? Ja, Reflexe ist, glaube ich, doch am Sinn. Oh Gott, gut. Schießpolle, den Schaden mit Gewehren und Maschinenpistolen 3. Bringt die Zeit zum Zielen mit Gewehren mit um 10%. Schnell lange Schaden. Was der Deckung schießt. Okay,
Keine Maschine. Warte mal. Ah, belastend. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz gerallt. Ich habe noch einen Attributspunkt. Okay. Das ist ein interessanter Skilltree. Wie viel Level kann man denn steigen, wenn man das alles so krass upgraden kann? Oder kann man das eben nicht alles upgraden? Also ich glaube, man kann eh nicht... Der Unadinskaya Uranmine direkt außerhalb von Novosibirsk in Südsibirien war tragisch, hat aber ein glückliches Ende gefunden. Zur Erinnerung, bei dem Unglück damals war... Guten Abend, Night City! Mein erster Gast heute ist der Präsident der Kirche von Heliarum. Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommt ihr Details. Audi Dog? Okay. Ey, die ist so dunkel, man sieht sie kaum. No front. Man kann hier Waffe ziehen einfach, what the hell. Yo, Homeboys. Ich habe gerade zu tun. Okay, schön nett. Papa Lerbel. Ist eine Menge Shit zu kaufen. Wow, der Happy Hour. Jo. Hallo? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann das nicht aufnehmen gerade. Trottel. Ey, chill. Was ist denn mit dir los? Zettel hier aufheben. Alter, das ist doch nicht wahr jetzt. Okay, das Spiel ist ein bisschen verbuggt. Also ich hoffe, da kommt noch ein Patch, weil das ist, ich habe hier schon 3 Bugs gesehen und gestern auch schon mindestens 2. Was soll das werden? Alles gut, chill. Meine Waffe wieder zurückmachen? Das ist also meine Wohnung. Gucken wir uns doch mal um.
Ein Kleiderschrank, sehr schön. Alles nehmen. So. Ziehen wir uns doch mal was Schickes an. Ist was anderes, I guess. Jo, das ist aber... Ja, schick. Das sieht so wack aus. Gut. So. Ach, mein Lager ist es. Leg mal alles rein. So. So, ich packe meinen Koffer und nehme mit dieses Handfeuergewehr, das Messer, die Schrotze und das Sturmgewehr. Ich nehme diese Jacke mit, dieses T-Shirt, diese Hose, diese Schuhe. Null. Straßenhose. Mhm.
Ich muss erstmal selber drauf klarkommen, ist ein bisschen schwierig. Ich finde die Hose aber eigentlich ganz cool. Jetzt bist du Truckfahrer. Schon ein kleines bisschen. Scheiß mal auf den. Das Cappy, ne? Okay. Einfach so ein Messer in der Hand. So, lol, das ist die bessere Waffe. Ah, wir haben hier eine Ingame-Uhrzeit, 22 Uhr. Man kann die sogar warten jetzt. Okay. Wie kann man den Scheiß verkaufen? Oh, ich würde sagen, wir speichern erstmal das Spiel und zwar. Jo. Ich hab getrunken. Ist ja mega geil. Neue Braindance Veröffentlichung. Ja. Was geht, Braindance Verrückte? Habt ihr Bock auf einen echten Nemo Rush? Dann werfen wir einen Blick auf das Neueste, was der Braindance Mark Sabrina hat. Fremdkörper. Der Körper ist alles. Es gibt nichts anderes. Er ist du, aber er ist auch das Werkzeug in deinem Körper, mit dessen Hilfe du mit der Welt interagierst. Aber was passiert, wenn dieses Werkzeug sein eigenes Leben führen will? Was, wenn es versucht, dich zu töten? Zwar mit dem Thriller-Genre mit diesem Werk nichts besonders Innovatives hinzugefügt, dennoch ist dieser Braindance mit Luke Poller in der Hauptrolle ein solider Emorid. Die Angst vor selbstdenkenden Implantaten stammen aus der Zeit, da Piraten noch auf Holzbein durch die Gegend lieben. Okay, vielleicht war das übertrieben. Deshalb existiert das Klischee sowohl im Film als auch
in BDs und urbanen Legenden. Dennoch weiß Fremdkörper, einige der besten Elemente des Genres anzuwenden und gerade genügend neue Inhalte anzustreuen, um das Ganze interessant zu halten. Hier sieht man die Welt nicht jeden Tag aus der Perspektive eines empfehlungsfähigen Arms. Maxwell Rehabs. Brain. Okay, Braindance scheint sowas wie VR zu sein, nur in krasser, nehme ich an. Ja, das Bett, da kann man was essen. Dusche. In den Spiegel gucken. Bisschen hell, oder? Nicht Klamotten? Ah ja. Bist du ein Zocker eigentlich oder? Oh, dick in Whisky. Ah, das ist mein PC. Mega Medikamentenlotterie. Ach, dann haben sie zeitig. Okay, das ist. Penis Nano Gel Betrugswarnung. Die wurden angegriffen. Ja, man kennt's. Das ist diese klassische Malware einfach. Nett. Nightcorp, Samurai Wii, Web, Bürgermeister von Night City, NCVD, okay. Ist einfach meine Winkelkatze im Badezimmer. Lol, echt? Lol, tatsächlich. Ha! Nice. Hey, ich hab ganz schön viel Zeugs hier. Gut. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. I guess. Ich werde jetzt schlafen und ich möchte jetzt gerade eine Pause machen. Cyberpunk ist ganz nice, glaube ich. Ich bin immer noch ein bisschen überfordert, so. Also irgendwie. Naja, das ist aber auch ein geiler Schlafbereich eigentlich, ne? Wenn man ehrlich ist. Gut. Oh mein Gott. Ich lege mich mit Klamotten hin, man kennt's. Erster Akt. Das war jetzt alles nur Prolog, ne? Gut. Ich würde sagen, das war's. Ich werde jetzt vermutlich den Stream beenden, beziehungsweise vielleicht die Blätter spielen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ne? Danke fürs Einschalten und Cyberpunk macht Bock. Bin drin, aber irgendwie. Ich wurde noch nicht richtig gecatcht. Wisst ihr, wie ich meine? Ich wurde noch nicht so abgeholt. Aber das kommt noch.